Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 4. Ich schreie zu dir, und du erwiderst mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. Du wandelst dich zum grausamen Feind gegen mich. Mit deiner starken Hand befehdest du mich. Hiob, Kapitel 30, Verse 20 und 21. Am frühen Morgen des dritten Tages ihrer Reise erreichten die Entsatzscharen Chinon. Der Prior hatte sie bei ihrer Entsendung zur Eile gemahnt, und die 25 Scharen hatten die Strecke, die vom Himmel fast direkt nordwärts führte, nahezu ohne Pause zurückgelegt. Alle hatten die Strapazen des Fluges ohne ein Wort der Klage auf sich genommen, aber Adoniel sah den meisten anderen Engeln deutlich an, wie erschöpft sie waren. Auch seine eigenen Flügel schmerzten von dem Gewaltflug, aber sein Stolz verbot ihm, die Erschöpfung zu zeigen. Seit Mitternacht regnete es ununterbrochen, und ohne die Ureliten hätten sie sich sicher verflogen. Dennoch war Adoniel nach über 2 Tagen in der Luft dankbar für die Erfrischung gewesen. Das Feldlager bei Chinon war das größte, das er je gesehen hatte. Die Fläche des Lagers war bestimmt 10-mal größer als das Dorf Chinon selbst, und aus seiner Mitte ragte ein knapp 20 Meter hohes Gerüst aus roh zusammengezimmerten Baumstämmen in den Himmel, das eine ausladende Flug- und Aussichtsplattform trug. Landeinwärts waren rund um das Lager Palisaden und weitere Wachtürme errichtet worden, und am Strand lagen unzählige Flöße, Boote und Schiffe. Die Templer mussten jeden Baum im weiteren Umkreis abgeholzt haben, um dieses Heerlager zu errichten. Als ihre Schar an der Reihe war, auf den regennassen Planken der Plattform zu landen, überkam Adoniel jener Schauer der Furcht, den er auf dem ganzen Flug zu unterdrücken versucht hatte. Jetzt war es also wieder soweit. Vor mittlerweile fast 2 Jahren war er direkt nach seiner Weihe in Eterna mit seiner ersten Schar nach Lyon entsandt worden, als dort ein Ketzeraufstand ausbrach. Mittlerweile waren die vereinzelten Aufstände zu einem Krieg geworden, der in halb Frankreich tobte und in dem unzählige Menschen und Engel den Tod gefunden hatten. Die Bilder des kleinen Lagers hoch oben in einem Flusstal in den Lyoner Bergen drängten sich in sein Bewusstsein. Er und die anderen waren erst seit 2 Wochen offiziell eine Schar gewesen. Neferiel, ihr Michaelit, war der Älteste und zugleich der Einzige von ihnen gewesen, der bereits Erfahrungen auf dem Schlachtfeld hatte. Für die anderen war es wie für Adoniel das allererste Mal, dass sie einen richtigen Kampfeinsatz flogen. Das Tal, in dem sich ihr Lager an eine Steilwand schmiegte, war lang und schmal gewesen. Nur die Engel und ein paar Monarchen und Templer hatten hier gelagert. Das Biwak der Hauptstreitmacht hatte sich am Fuße des Berges befunden. Damals waren sie insgesamt 4 Scharen gewesen. Ihr Auftrag hatte gelautet, die 500 Templer und ihre Hilfstruppen gegen eventuelle Angriffe aus der Luft zu schützen. Die Spione der Kirche hatten in der Ketzerstadt zwar keine Anzeichen für die Anwesenheit von Dämonen feststellen können, aber Abguilaum hatte sich darauf in weiser Voraussicht nicht verlassen wollen. Eine ihrer 4 Scharen hatte dem Templerheer als Wachen und Kundschafter gedient, während die anderen 3 Scharen sich in den Bergen versteckt hielten. Als Adoniels Schar mit den anderen beiden am Morgen des Sturms auf die Stadt von den Bergen herabflog, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. Das Heerlager war vollkommen verwüstet worden. Zwischen den schwelenden Überresten der Wagen und Kriegsmaschinen hatte sich die verstümmelten und verkohlten Leichen von Templern und Söldnern getürmt. Und der beißende Gestank von verbranntem Fleisch und menschlichen Exkrementen hing in der Luft. In der Mitte des Lagers hatten die Angreifer 5 Pfähle errichtet, auf denen die schlaffen, blutüberströmten Körper von 5 erschlagenen Engeln hingen. Adoniel konnte sich noch gut an jenen schrecklichen Moment erinnern, in dem sich sein erster dumpfer Schock langsam erst in Unglauben und dann in nacktes Entsetzen verwandelte. Immer noch konnte er Nefriels Stimme in seinem Kopf hören.
Oliven. Sie haben sie aufgespießt wie Oliven. Bei ihrer ersten Ankunft in Mont Salvage hatte man ihnen ein üppiges Mahl vorgesetzt. Die Olivenspieße hatten den Michaeliten damals besonders beeindruckt. Adoniel? Es war Rahels besorgte Stimme, die ihn aus seinen düsteren Gedanken riss. Ist alles in Ordnung? Die Raphaelitin legte ihre kleine Hand sanft auf seinen Oberarm. Adoniel nickte geistesabwesend und biss sich auf die Unterlippe. Du hast Abgülaum immer wieder selbst gesagt, du seist zu weit, sagte sie mit immer noch besorgtem Tonfall. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo er sich auf dich verlässt, und wir uns auch. Adoniel nickte wieder und sah die Heilerin herausfordernd an. Ich habe keine Angst, zischte er. Ich weiß, antwortete die Raphaelitin sanft, aber ich sehe auch, dass die Schrecken der Vergangenheit dich noch immer heimsuchen. Sie sah den tapferen Gabrieliten einen Moment schweigend an. Willst du mir nicht erzählen, was damals passiert ist, damit du ohne diese Last in die Schlacht ziehen kannst? Da gibt es nichts zu erzählen. Er sprang von der Holzplattform und ließ sich in sanftem Bogen zur Erde gleiten. Unten angekommen bedauerte er bereits, Rahel abgewiesen zu haben. Er wusste, dass die pflichtbewusste Raphaelitin ihm nicht nur als Heilerin der Schar helfen wollte, sondern weil sie ihn mochte. Und eigentlich mochte er die Kleine ja auch. Und am liebsten hätte Adoniel sich umgedreht und sich bei ihr entschuldigt, aber er tat es nicht. Kaum hatte einer der Templer ihnen ihr Zelt gezeigt, wandte Ariel sich auch schon wieder zum Gehen. Gleich findet die erste Einsatzbesprechung statt. Ihr ruht euch einstweilen aus. Ich werde euch nachher alles detailliert berichten. Soll ich dich nicht begleiten, Ariel? Maloriel stand sofort an ihrer Seite. Nein, das ist nicht nötig. Ich gehe allein. Maloriel sah der davonstürmenden Michaelitin nach und wusste nicht, ob er über ihr Verhalten verärgert oder traurig sein sollte. Warum war Ariel nur so ablehnend? Schließlich hatte er sie früher auch immer zu allen Einsatzbesprechungen begleitet. Sie waren eine Einheit gewesen. Er hatte ihr noch so viel zu geben und sie wollte es partout nicht annehmen. Lass dir noch etwas Zeit, Maloriel. Wie schon so oft in den letzten Tagen war es Rahel, die ihn zu beruhigen versuchte. Immer war sie allen gegenüber so verdammt verständnisvoll, dachte der Ramielit. Wie lange soll ich denn noch warten? Fragte er sie und konnte die Verärgerung nicht aus seiner Stimme verbannen. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch verbleibt. Und sie macht jede Gelegenheit zur Versöhnung mit ihrem dummen Stolz zunichte. Sie ist eine Michaelitin, erwiderte die Heilerin ernst. Ohne ihren Stolz ist sie nichts. Dann fuhr sie mit beruhigender Stimme fort. Und hör auf, dir Sorgen zu machen. Ihr werdet noch viel Zeit haben, um... Da bin ich mir nicht so sicher, brummte der Ramelit und sah dann alarmiert zu Rahel hinüber. Er wollte nicht, dass die anderen von seinem Zustand erfuhren. Doch Rahel hatte offenbar an etwas anderes gedacht als er und wiederholte beschwichtigend, ihr werdet Zeit genug haben. Wir alle werden genug Zeit haben, sagte sie jetzt auch an die anderen gerichtet. Denn niemand wird hier auf dem Schlachtfeld sterben. Und wir werden noch lange gemeinsam dem Herrn und den Menschen dienen. Wahrscheinlich hast du recht, seufzte Maloriel erleichternd darüber, dass offenbar niemand bemerkt hatte, was ihm wirklich Sorgen bereitete. Kommt, wir sollten die kleine Pause nutzen und wirklich etwas ausruhen. Wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder Zeit zur Meditation finden. Mit diesen abschließenden Worten zog sich der große Ramelit in eine Ecke des Segeltuchzeltes zurück und ließ sich mit gekreuzten Flügeln in der Hocke sinken. Seine Handgelenke ruhten locker auf den leicht gespreizten Knien und mit geschlossenen Augen versuchte er, die schweren Gedanken aus seinem Geist zu vertreiben. Und mit ihnen die Erschöpfung, die von seinem Körper Besitz ergriffen hatte. Als Maloriel schweißgebadet aufschreckte,
hatte die hinter der Wolkendecke verborgene Sonne die Zelte bereits in schwüle Mittagshitze getaucht. Wie so oft nach der Meditation fühlte er sich müde und zerschlagen und wusste, dass er wieder geträumt hatte. Er hatte sich auf der Flucht durch dickes Dornengestrüpp gekämpft, seine Kleidung war zerrissen gewesen und sein Körper schmerzte noch jetzt in der Erinnerung an die Dornen. Er wusste nicht mehr, wovor er im Traum geflohen war, nur dass eine namenlose Furcht von ihm Besitz ergriffen hatte. Und an noch etwas konnte er sich deutlich erinnern. Er war nicht allein gewesen. Seine Geschwister waren mit ihm geflohen. Hastig sprang Maloriel auf und sah sich im Zelt um. Ariel war noch nicht zurückgekehrt und die anderen waren immer noch in tiefe Meditation versunken. Leise trat er an den Zelteingang und schob vorsichtig das schwere Segeltuch beiseite. Es hatte gerade aufgehört zu regnen und jetzt dampfte das ganze Lager in der Mittagssonne, die trotz der Wolken eine erstaunliche Kraft hatte. Kein Lüftchen regte sich. Die drückende Schwüle schien jede Aktivität zum Erliegen gebracht zu haben. Langsam, fast als träume er wieder, schritt Maloriel zwischen den Zelten hindurch. Auf einmal konnte er sich erinnern, dass er Tage wie diese immer besonders geliebt hatte. Es ist, als sei man ein Engel und wandelte durch die Wolken, hatte er seinem Vater erzählt und dieser hatte gelacht. Zuerst wanderte er ziellos durch die riesigen Zeltstätten, doch irgendwann schlugen seine Füße wie von allein den Weg in Richtung des Zentrums ein, wo unweit der Landeplattform der Führungsstab des gewaltigen Templerheers untergebracht war. Die Zelte der leitenden Armatura bildeten ein kleines, eigenes Lager, an dessen Eingang zwei Krieger in den schwarzen Waffenröcken der Gabrielis-Templer Wache standen. Als Maloriel sich ihnen näherte, traten sie ohne ein Wort beiseite und ließen ihn anstandslos passieren. Er hatte zwischen den Zelten schon die Flügelspitzen zahlreicher Engel hervorblitzen sehen und wusste daher, dass die Einsatzbesprechung noch im Gange war. Die Versammlung fand auf einem kleinen quadratischen Platz statt, in dessen Mitte ein massives Holzpodest errichtet worden war, auf dem Armatura standen. So konnte er über die Köpfe der anderen Engel hinweg die leitenden Offiziere sehen, während sie die einzelnen Kampfeinsätze erläuterten. Maloriel blieb am Rande des Platzes stehen und ließ seinen Blick über die versammelten Engel schweifen. Soweit er sehen konnte, waren fast ausschließlich Michaeliten hier, aber Ariel konnte er nirgends ausmachen. Die Armatura hatten die Erläuterung der anstehenden Aufklärungsmissionen beendet und gaben nun noch einen kurzen Überblick über das weitere Vorgehen gegen die Ketzer in Tours. Nachdem die Scharen in den nächsten 36 Stunden so viele Informationen gesammelt hatten wie möglich, sollte die Stadt nach einer kurzen Ruhephase im Morgengrauen angegriffen werden. Die genauen Einzelheiten für diesen Angriff wurden im Verlauf des morgigen Abends noch bekannt gegeben. Nachdem die älteste Armatura die Versammlung mit einer kurzen Grußformel beendet hatte, wartete Maloriel zwischen den Zelten, während die Engel sich langsam an ihm vorbeischoben. Deutlich konnte er die missbilligenden Blicke vieler Scharführer spüren. Was hat der silbrige Bücherwurm hier verloren? Eine der Eigenschaften, die er an Ariel immer geschätzt hatte, war, dass sie die Mitglieder ihrer Schar stets nach ihren Fähigkeiten und nicht nach der traditionellen Rolle hatte beurteilen wollen. Die kalte Arroganz ihrer Ordensbrüder und Schwestern ließ Maloriel schaudern. »Maloriel, was tust du hier?« Unvermittelt stand Ariel vor ihm. Sie hatte die feinen Lippen zu einem fast blutleeren Strich zusammengepresst und ihre kleine Stirn lag in tiefen Falten. »Ist irgendetwas passiert?« »Nein, es ist nichts passiert, Ariel.« Maloriel lächelte freundlich auf sie hinab. »Die anderen sind noch in unserem Zelt, aber da ich meine Meditation vor ihnen beendet hatte, dachte ich, ich sehe mal nach dir.« »Du hattest deine Befehle, und ich brauche keinen Aufpasser,« erwiderte sie schroff und wandte sich um.
Auf dem ganzen Weg zum Zelt der Schar zurück sprachen sie kein einziges Wort. Als sie die anderen erreichten, sah Maloriel an Rahels Blick sofort, dass ihm die Bitterkeit und die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben standen. Schweigend und mit verschränkten Armen stand er da, während Ariel ihnen ihre erste Mission erläuterte. Sie würdigte Maloriel keines weiteren Blickes. Abgoylaum blickte besorgt auf die versammelte Menge hinab. Die Flugplattform war trotz des offiziellen Anlasses nur äußerst spärlich besucht. Mittlerweile waren so viele Engel und Templer in Frankreich im Einsatz, dass ihre Abwesenheit in Mont-Salvage deutlich zu spüren war. Er hoffte sehr, dass sich das bald wieder änderte. Sie hatten alles Erdenkliche getan, um in der nächsten Schlacht siegreich zu sein und den Ketzerkrieg nach 2 Jahren endlich zu beenden. Der Abt wusste natürlich, dass dieser Krieg eigentlich nicht mehr als nur eine Schlacht von vielen war und dass an anderen Fronten weitergekämpft werden würde. Dennoch würde der Sieg in Tours bedeuten, dass zum ersten Mal in seiner Amtszeit im gesamten Gebiet unter dem unmittelbaren Schutz des Himmels der Ureliten kein Krieg herrschte. Ein Zustand, der sicher nicht lange andauern würde. Wieder sah er auf die Plattform hinunter. Soeben war der schlichte Katafalk von Inquisitor Carolus verschlossen worden, nachdem ihm die notwendigen Ehren erwiesen worden waren. Er war erleichtert, dass der Inquisitor ihn endlich verließ und nach Roma Aeterna zurückkehrte. Dass er tot war, schmälerte diese Erleichterung nur wenig. Guillaume hatte den Templertrupp, der den Leichnam in die ewige Stadt überführen sollte, aufgetragen, dort die letzte zweifelhafte Mission des Inquisitors und die Umstände seines Todes zu schildern. Er hoffte inständig, der Bericht würde die zuständigen Stellen in Aeterna zufriedenstellen und es würde nicht noch ein Inquisitor auftauchen, um den Tod des Ersten zu untersuchen. Nachdem die Templer mit ihrer traurigen Last die Plattform verlassen hatten, trat Abt Guillaume vom Balkon wieder in sein Arbeitszimmer und ließ sich in seinen Lieblingssessel nieder. Morgen um diese Zeit würden die vereinigten Truppen der angelitischen Kirche das ketzerinfizierte Tours stürmen. Er hatte die Stadt selbst einmal besucht und wusste, wie gut sie befestigt war. Auf einer felsigen Insel im Loire-Delta gelegen, konnte die Stadt nur über 2 breite Steinbrücken betreten werden. Über jene der Brücken wachte ein mächtiges Bollwerk mit mehreren Toren, Fallgittern und Zugbrücken. Gegen Angreifer aus der Luft wurde die Stadt durch 7 Wehrtürme geschützt. Die besten Chancen hatten sie, wenn die Hauptstreitmacht der Templer von See aus angriff. Der vom Land abgewandte Hafen war der einzige Schwachpunkt der befestigten Stadt. Aber allein die schiere Masse der Gegner und nicht zuletzt ihre geflügelten dämonischen Verbündeten würden dafür sorgen, dass es kein leichter Sieg wurde. Die schwarzen Silhouetten der wehrhaften Türme von Tours ragten vor ihnen in das trübe Rot des Morgenhimmels. Sie hatten das Heerlager noch vor Sonnenaufgang verlassen und konnten jetzt beobachten, wie die Sonne sich langsam hinter der Stadt durch die grauen Wolken bewegte. Daniel hatte sie zu einem sicheren Versteck auf einer der Schären vor der zerklüfteten Steilküste geführt. Von dort aus konnten sie die Seeseite der Stadt gut beobachten. Jetzt hatte Ariel den jungen Ureliten allein losgeschickt, um sich einen Überblick über den weiteren Küstenverlauf zu verschaffen. Die Aufgabe ihrer Schar war es, die felsige Küste südwestlich der Stadt auszukundschaften und mit der vorhandenen Karten zu vergleichen. Außerdem sollten sie dabei gleich feststellen, ob die Küste tatsächlich sicher war, oder ob es dort nicht auch geheime Höhlenverstecke der Ketzer gab. Während Ariel mit Rahel und Adoniel den Himmel über der Stadt beobachtete, hatten sich Maloriel hinter ihnen auf einem Fels niedergelassen und studierte die Karte, die ihm von dem Feldkartografen des Ramelis-Templer übergeben worden war. Ariel konnte seine vorwurfsvollen Blicke deutlich in ihrem Rücken spüren. Wenn ich feststellen soll, ob diese Karte was taugt, muss ich näher an die Küste heran, sagte er mürrisch.
Wir haben unsere eindeutigen Befehle. Die Sicherheit der Schar hat bei dieser Erkundungsmission oberste Priorität. Wir werden in der Schlacht morgen genug Verluste erleiden. Die Michaelitin wandte sich nicht um, hörte aber, wie Maloriel aufstand, die Karte zusammenrollte und verächtlich schnaubte. Wenn das so ist, dann sind wir vollkommen umsonst hier. Von diesem Felsen mitten im Meer aus kann ich überhaupt nichts überprüfen. Ariel schwieg. Ein Teil von ihr wusste, dass der Ramelit recht hatte. Aber sie wollte sich diesmal an ihre Befehle halten. Nicht wie früher. »Lass mich mit Daniel zusammen die Küste abfliegen. Wenn er wieder zurückkommt«, bat Maloriel jetzt eindringlich. »Es wird schon nichts passieren und vielleicht können wir dafür sorgen, dass wir morgen nicht ganz so viele Verluste erleiden.« »Auf keinen Fall! Ich will, dass sie es diesmal richtig machen.« »Ach so«, antwortete Maloriel verärgert und griff nach ihrem Arm. »Dann haben wir es wohl früher alles falsch gemacht.« Mit einer blitzschnellen Drehung entwand sich Ariel dem eisenharten Griff und funkelte ihn aus wütenden Augen an. »Das habe ich nicht gesagt!« »Oh nein, hast du nicht. Aber gedacht hast du es. Und bei dir ist ohnehin alles fast das Gleiche.« Sie wollte gerade zu einer zornigen Erwiderung ansetzen, als ihr Blick auf Rahels und Adoniels besorgtes Gesicht fiel. »Ich will mich nicht mit dir streiten, Maloriel«, sagte sie ruhig. »Wie schade! Vielleicht wird es mal Zeit.« »Ich weiß einfach nicht, was in dich gefahren ist, seit dieser vermaledeite Michaelit bei uns aufgekreuzt ist. Erst hast du ihn vergöttert, wie ein kleines Mädchen, und jetzt, nach seinem Tod, bist du so hochnäsig geworden wie alle anderen aus deinem Orden und hast uns kaum noch eines Blickes gewürdigt.« Hilfesuchend blickte Maloriel zu den anderen beiden hinüber. Aber er sah, dass weder Rahel noch Adoniel seinen Blick erwiderten. »Ach, das ist es also, was du denkst. Ich will dir etwas sagen. Ja, wir haben so einiges falsch gemacht. Und dass jeder seine Aufgabe kennt und seine Pflicht tut, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir haben unsere Befehle, und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir sie auch ausführen. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich das auch tun werde. Und zwar ohne mir von dir reinreden zu lassen.« »Ich verstehe dich einfach nicht, Ariel.« Maloriel hatte seine Stimme wieder gesenkt und sah sie traurig an. »Wir haben vielleicht manchmal unsere Befehle auf ungewöhnliche Weise ausgeführt, aber wir haben dabei immer aus gutem Grund gehandelt und wollten immer nur das Richtige tun. Wir waren eine gute Schar. Wir waren Freunde. Du bist Ramelit und ich Michaelitin. Wir können keine Freunde sein. Es ist Krieg, Maloriel. Und den überstehen wir am besten, wenn wir alle unseren Platz kennen.« Sie merkte sofort, dass sie diesmal zu weit gegangen war. Maloriel zuckte unter ihren Gedanken zusammen, als hätte sie ihn geschlagen, und die anderen beiden sahen sehr betroffen zu Boden. »Maloriel«, flüsterte sie und machte einen Schritt auf ihn zu, aber der Ramelit wandte sich in einer abrupten Bewegung um und erhob sich in die Lüfte. »Soll ich ihn aufhalten?«, fragte Adoniel entschlossen und trat neben sie. Sie schüttelte traurig den Kopf. »Er wird schon wiederkommen.